So, Florian Bregant und Jürgen Maurer, Titelverteidigung erfolgreich geglückt. Selbst wir haben euch nicht auf der Rechnung gehabt und haben euch auf der Runde nicht einmal gefilmt. Peinlich. Großer Fehler. Peinlich. Ja. Der große Fehler. Kurz, wie geht es, dass man im Baseball 4 Birdies schafft und im klassischen 4er 6er? Ich glaube, das wissen wir selber nicht ganz genau. Gestern, es hat nichts funktioniert. Ich habe sehr viel Putts daneben gehabt. Ich habe zu lange gespielt und speziell die zweiten habe ich ganz gut gespielt. Aber dann nichts reingehauen. Und heute haben wir uns echt gut abgewechselt. Ja, dann haben wir gleich 10, 11, 12, 3 Birdies gemacht. Weil ich gute Putts reingehauen habe. Es hat einfach super funktioniert. Ja, ich sehe es ganz gleich. Also gestern haben wir den Rhythmus überhaupt nicht gefunden gehabt. Wir haben einfach schlecht gespielt da. Wirklich schlechte Schläge gemacht zwischendurch. Davor sind die zweiten noch ein bisschen besser da gefangen. Zum Schluss haben wir dann noch die 3 Birdies reingespielt, dass wir dann wenigstens nicht überpar gewesen sind gestern, weil ja, das wäre wirklich peinlich gewesen. Es hat lange nicht noch rausgeschaut. Wir waren, glaube ich, noch 11 vielleicht immer noch eins über. Also ja. Im Baseball nicht so, wie es sein sollte. Aber wir haben dann zum Schluss wirklich wir haben versucht auch zu kämpfen. Wir haben wirklich geschaut, wir haben gewusst, es geht nicht so gut. Es gibt solche Tage, da geht es einfach nicht so gut. Und heute sind wir reingegangen mit dem Ziel, wir haben uns gesetzt, 66 wollen wir gerne spielen, weil da haben wir gesagt, wenn wir 66 spielen, hätte man noch eine Chance, vielleicht ein Stechen kommen oder vielleicht zu gewinnen. Und das ist uns auch wirklich gut geglückt. Wir haben super angefangen und gut gespielt. Sehr solide gespielt. Wir haben gerade vorhin nachgezählt, glaube ich, 17 Grüns getroffen. 17 Grüns, ja. Bei den Verhältnissen, es war kalt, ein bisschen windig und im klassischen Vier ist es, glaube ich, ganz gut gewesen. Ja. Wenn man den Rhythmus findet, genau, klassisch, also, ist gut. Wir kennen uns halt schon lange genug, wir wissen genau, was der andere macht, in welcher Situation. Und von dem her war es echt, muss ich sagen, eine super Runde. Ja, aber 6 Schläge im klassischen Vierer aufzuholen, davon kann man nicht ausgehen, oder? Nicht davon ausgehen, wie gesagt, wir haben gewusst, die anderen müssen erst einmal unter Paar spielen. Das ist klassisch Vierer, ist ein komplett anderes Spiel, ist ein schwieriges Spiel. Wir haben den großen Vorteil, wir haben schon oft gemeinsam gespielt, wir kennen uns irrsinnig lang schon und wir wissen auch, was wir in welcher Situation machen müssen. Und da haben wir gewusst, wenn wir einigermaßen ruhig bleiben und gut spielen, die Chancen uns arbeiten, kriegen wir viel Birdies da draußen. Und natürlich, dass es dann so gut gegangen ist, waren wir dann wirklich überglücklich. Es muss halt jeder einfach sein Spiel dann doch, aber spielen, so wie sonst immer, dass man halt die halben Schläge noch macht, aber dass man das einfach drinnen bleibt und jetzt nicht sich selber auch unter Druck setzt, sage ich einmal, glaube ich, wenn man jetzt einen Schlag einmal irgendwo eine Zirk oder einen Putt daneben hat, dass man nicht sagt, scheiße, fürs Team war es nicht gut, dass man trotzdem ruhig bleibt und vielleicht der Teampartner sagt, ist ja egal, nächste machen wir gleich Birdie und das haben wir ganz gut gemacht, ja, war halt vielleicht ganz in Ordnung. Und den Rhythmus? Ist das ein Problem, wenn man nur die Hälfte der Schläge macht? Vor allem auf den Grüns ist es, glaube ich, ein bisschen zäher, wenn man nicht reinkommt. Also ich glaube, es kann sehr schwierig sein, weil es kann sich so auftun, dass du mal die ersten 5, 6, 7 Löcher keinen einzigen Putt machst. Also dann ist, glaube ich, sicher extrem schwer. Aber wir haben so gut abgewechselt, es hat jeder immer wieder, ist jeder immer wieder zum Putten kommen. Und deswegen sind wir, ich glaube, gut im Rhythmus immer drinnen gewesen. Vielleicht ist es auch ein Vorteil gewesen, man braucht nicht so viele Schläge machen, weil es war kalt und so. Also man braucht nicht immer so bewegen, aber es hat eigentlich gut funktioniert. Und ich glaube, das Wichtige war heute, wir haben keinen wirklichen Druck mehr gehabt. Wir haben gewusst, gestern haben wir nicht so gut gespielt. Wir können ja nur mehr von hinten auffallen. Und gestern, glaube ich, war es ein bisschen, da haben wir gestern Abend ein bisschen darüber gesprochen. Wir wollten, glaube ich, ein bisschen zu viel gestern. Weil wir haben gewusst, letztes Jahr haben wir im Vollsturm 7 Unter gespielt. Und gestern waren eigentlich die einfachsten Bedingungen, die man haben kann. Es war fast kein Wind, es war zwar ein bisschen kalt, aber sonst der Platz war in einem sehr guten Zustand. Da kann man wirklich sehr, sehr tief schießen und das haben wir gestern überhaupt nicht zusammengebracht. Vielleicht wollte man gestern einfach zu viel. Danke, meine Herren.